Und der Aufschrei bei den etablierten Parteien, der ist groß. Sarah Wagenknecht wirbelt mit ihrer Ankündigung, eine Partei zu gründen, die politische Landschaft in Deutschland auf. Doch die 54-Jährige räumt selbst ein, dass sie ein großes Risiko eingeht. Der ehemaligen Linkspolitikerin geht es daher vor allem darum, Extremisten und Spinner aus ihren Reihen fernzuhalten. Das wäre eine schwierige Aufgabe. Im Mittelpunkt ihrer Agenda stehe an oberster Stelle, bisherigen AfD-Wählern ein Alternativangebot zu machen und wieder das soziale Miteinander zu betonen. Aber ob das wirklich so einfach ist, die Wähler damit zu gewinnen, wird sich in den kommenden Monaten erst zeigen, wie Matthias Heinrich berichtet. Hier kommt Sarah mit dem Programm Sarah und dem Zugpferd Sarah, die nun Ex-Linken-Ikone, umrahmt von der Ex-Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali und derzeit 14 weiteren Linken-Mitgliedern. Die künftige Sarah-Partei soll politische Heimat für alle werden, die sich nicht vertreten, diffamiert und ausgegrenzt fühlen. Wir brauchen eine Rückkehr der Vernunft in die Politik, wirtschaftspolitische Vernunft, aber auch soziale Gerechtigkeit in Deutschland. Viele Menschen wissen ja nicht mehr, was sie wählen sollen, wenn sie sich genau das wünschen. Linkskonservativ mit gehörigem Protestanteil. Auf 12% kommt das Bündnis Sarah Wagenknecht in einer Bildumfrage. Hinter Union, AfD, SPD und Grünen auf Platz 5, vor der FDP und ihrer alten Linkspartei. Protestwähler, abgeholt wohl von AfD und Linker, erwartet der Wähler auf der Straße. Ich finde, dass sie zu sehr polarisiert. Und ich möchte auch nicht, dass die Linke jetzt sich auseinanderdividiert. Ich würde es auf keinen Fall wählen, hoffe aber, dass sie den Blauen ordentlich was abgräbt. Und damit hätte sie ihren Zweck erreicht. Ex-Linken-Mitglieder mittlerweile in der SPD haben ihre Zweifel, dass solch ein Erfolg von Dauer wäre. Kann bei den nächsten ein, zwei Wahlen zu zweistelligen Ergebnissen führen. Ich glaube nicht daran, dass das langfristig eine Perspektive hat. Muss man als politischer Konkurrent natürlich sagen. Der Haken aber tatsächlich, zugeschnitten ist derzeit alles auf Sarah Wagenknecht, die bisher vor allem wegen der Zwistigkeiten mit ihrer Linkspartei auffiel. Wird aus diesem Promi-Faktor mehr? Bis jetzt ist ja Frau Wagenknecht vor allem in Talkshows eingeladen worden, weil sie immer im Streit mit ihrer eigenen Partei war. Doch der fällt jetzt ja weg. Sarah Wagenknecht muss nun zeigen, hat sie politische Ideen, die überzeugen, oder ist sie nur eine begnadete Selbstdarstellerin?